Ach du heilige Frau. In diesem Video fahren wir in Wolfpack, U-Boot, versenken Schiffe und, naja, wir tauchen am Ende, sagen wir so. Dann, oh, Norwegen, jo, schön. Jo. Oh, es geht schon los. Ah. Was wurde denn... Achso, ihr habt gar keine Permission, genau. Also, wer war der Tauchoffizier? Das könnte ich machen. Also. Und du heißt? James C. Kirk. James C. Kirk, Dive Officer. Der Steuermann war? Heißt schon oder ich. Aha. Der Funker? Ein Plan davon, aber lese ich mich rein. Und du heißt? Grimlock. Grimlock. Frage Rotlicht. Ja. Ist angenehmer für die Augen. Ah, perfekt. Wir sind das Rotlichtboot. Rotlicht. Dann haben die eine Position. Könntest du Grimlock vielleicht die Positionen eintragen? Oder weißt du nicht, oder soll ich dir das erklären? Ich bin gerade dran. Aber du weißt du, was ich meine, wenn mit der Position? Also weißt du, wo die das geschrieben haben? AF 5251. Genau. Und dann unterteilt man das nochmal. Also in den. Wie so ein Tastenfeld beim Telefon. Aha! Nur so, okay. Ich hätte jetzt genaue Position gemacht, aber okay, dann bin ich Numpad 9. Genau, das, ja, also nicht wie auf dem Numpad, sondern dass links oben 1 ist. Okay, und rechts, also rechts unten in dem 9. Fall 1. Das wird ein Ungewöhn, aber okay. Ich arbeite immer mit Numpad. Aber okay, dann Telefon 1. Steuermann auf Brücke. Steuermann auf Brücke, jawohl. Siehst du irgendwas? Ich sehe nichts. Ich auch nicht. Okay, dann einmal Brücke räumen. Brücke räumen, jawohl. Hoppla. Tauchoffizier bereit machen zum Tauchen. Ja. Dummluck ist zu. Okay, einmal auf Seerohrtiefe tauchen auf 13 Meter. Ich glaube, der Diesel auf ist noch an, ne? Genau, wechseln. Endes auf. Schalten auf E-Maschinen. Ja, wo du hast noch rechtzeitig geschafft. Ja. Bunker? Ja. KP-Gegner-Position. UNO KP-XXX-52517, Ende. Dann kannst du auch mal heucheln, in welcher Richtung der Konvoi ist. Das war ja. 525517 wird hier durchgefunkt von UN. Mhm. Hinten ist zu. Ja, hab ich verstanden. Regain ist einfach nur die Empfindlichkeit, ne? Also, oder weißt du das schon? Also möglichst hoch. Erstmal hoch. Genau. Und dann guckst du, aus welcher Richtung es kommt, und dann stellst du ihn weiter runter und dann kannst du es quasi genauer bestimmen. Ja. Wie ist es mit den Höhen und Tiefen? Wie soll man die am besten einstellen? Die lässt du einfach in Ruhe. Da kannst du noch Störgeräusche rausfiltern, aber das ist egal. Ja, Feindkonvoi wahrscheinlich auf 90 relativ bis 150, 160. Ja, genau, jetzt dreh den Gain nochmal runter und dann hör ich nochmal genauer nach.
Pass auf, du überdrehst. Ach so, doch, 2200. Hoppla. Boot auftauchen. Auftauchen, ja. Kurskorrektur, Ruder hat Backbord. Neuer Kurs 2200 liegt an, Ruder mit Schiffs. Linke Steuerbordmaschine AK, Backbordmaschine Batterien laden. Steuerbordmaschine AK, Diesel, Backbordmaschine Batterien laden. Genau. Ich sehe den Konvoi. Oh, U-Boot voraus. Oh ja, ja. U-Boot voraus. Entfernung? Vielleicht 100, 200 Meter. Was? Jo. Macht die da? Einmal Steuermann auf Brücke, aber die sind schon vorbeigefahren. Ach so, Steuermann auf Brücke, jawohl. Jetzt sind sie, die umkreisen uns. Wenn man sonst nichts zu tun hat. Jetzt sind sie hinter uns gleich. Ach so. Die waren gerade auch vor uns. Das ist Thompson. Thompson. Ich würde mir ein bisschen komplett bekloppt. Pass auf, dass du, weil wenn du die Maschinen asynchron laufen hast, du kannst auch von hier oben. Die Batterien sind übrigens geladen. Okay, da beide okay. Maschinen AK. Beide Maschinen AK, oh danke. BAGZ. 21x15 FFXHH Ende. Also, ich glaube, war. Was war nochmal akzeptieren? War das linke oder rechte akzeptieren? Ich hab. Das mit dem Funker muss ich mir selber nochmal angucken. AGZ Angriffszeit? Nee, oder? Doch, keine Ahnung. Das könnte klappen. Da noch 21.15 Uhr, das könnte hinhauen. Ja, doch. Das ist auch eine AGZ, das weiß ich, aber das mit dem Akzeptieren. Genau, links ist Ablehnen, rechts ist Bestätigen. Das heißt, was sagen die 21.15 Uhr? Ja. Wäre positiv. Ja, dann bestätigen bitte. Also dreimal den rechten Buchstaben nach dem X. Das heißt, sie haben gesagt, sagst jetzt dreimal H. Oh, 8.0 liegt an, oder mit Schiffs? Neukurs 3.0.0. Neukurs 3.0. Dreimal H, ja. Oder genau. Oder Steuerbord 10. Ach, scheiße, muss ich da nicht auch unser Kürzel noch dazugeben? Ja, sonst wissen ja nicht, wie es endet. Also US 3 mal H. US XXX S H, X Leertaste HHH, Leertaste Ende. Obwohl, mit wie vielen Booten spielen wir? 4. Ja, es hat noch ein anderes Boot einfach 3 mal H geschrieben. Turmlok ist zu. Auf 13 Meter tauchen. Ja. 13 Meter tauchen, umschalten auf E-Maschinen, vorne auf, hinten auf. Schleichfahrt voraus. Schleichfahrt voraus, jawohl. Weißt du, wie Schleichfahrt geht? Ja. Zweimal Tension, also zweimal 10 Slower. Nee, nicht auf Electric Engine. Doch. Genau, Dead Slow. So jetzt, jetzt Attention und dann beide zweimal langsamer, also 20 mal langsamer. Genau. So, genau. Einmal, zweimal. Reagieren die nicht? Hm? Wie im Chat, ne? Nein, ich meine die Telegrafen. Ich hab den Wiesel abgesoffen. Nein!
Anfängerfehler. Okay, dann AI, okay, da musst du uns mit Druckluft auf 13 Meter halten. Ja. So ein Dreck. Passiert. Solange wir nicht von der Korvette gejagt werden und dir das dann passiert, ist alles gut. Was soll ich denn jetzt auf die Frage antworten? Reicht es dir, wenn ich dir mit einem Ja antworte? Ich glaube, das reicht denen nicht. Oh, Diesel, gehen wieder. Elektro, hallo. Ach, unter Wasser ist aber interessant. Ja, wenn wir einen Schnorchel hätten. So, jetzt Elektro, kleine Fahrt, dann beide 20 weniger. Hä? UB hat nach einer AGZ gefragt. Ja. Obwohl die vorher eine angegeben haben. Ich vielleicht, weil nur 2 von 3 Rückmeldung gegeben haben. Ja, wenn es 3 Boote sind und es haben eins fragt, eins gibt Rückmeldung. Es gibt auch 4 hieß es. Nein, das ist beides UB, das ist dasselbe Boot. Also sie haben eben eine AGZ durchgegeben und haben Fragen jetzt an AGZ, was für mich nicht so ganz Sinn ergibt. Ja, oder ergibt das für euch Sinn? Nicht wirklich. Melde gehorsam, beide machen 35 Umdrehungen jeweils. Wir sind langsam wie eine Schnecke. Ja, das ist nur wichtig für, damit wir das mit den Tiefenrudern, jetzt kannst du wieder mit Tiefenrudern arbeiten. Ja, ich muss nur das Ding halbwegs neutral kriegen wieder. Was ist okay. Die zweite Tag? Jungs, dann macht euch mal bereit hier zum Angriff. Ja, wollen wir vielleicht irgendwann mal was durchfunken oder nö. Bin ich nur Deko? Ja, versuch mal. Du bist Deko. Auf nicht mehr funken können Tiefe, wenn ich es richtig verstanden habe, zu funken. Ach so, dann bin ich ja wirklich Deko. Ja. Du könntest dich ans Horchgerät setzen und schreien, wenn was über uns rüberfährt und Wasserbomben schmeißt, falls der Kommandant es nicht sieht. Weil ich glaube, bei 13 Meter, wenn er was über uns rüberfährt und Wasserbomben schreit, das kriegen wir rechtzeitig mit zur Detonation. Ja, also... Alter, Junge, was hat denn er hier? Ich glaube. Oh, dürfen wir Schiffe zensieren? Identifizieren. Ja, genau Schiffe zensieren. Hier so kann ich. Wir rennen jetzt mit kleinen schwarzen Balken vom Periskop. Ja, so riesige so riesige Zensierbalken einfach auf dem Wasser rumtreiben, ey. Einmal Steuermann auf Brücke. Steuermann auf Brücke. Auf in Turm, Entschuldigung. Ja, Darf ich das Periskop auffahren? Ausfahren? Auffahren, genau. Du wirst eh nichts sehen, wir sind auf 13 Meter. Gelänge gleichbleibend, Torpedotiefe 1 Meter. Torpedotiefe 1 Meter. Sieh eine Sekunde. Da wird einmal eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Auf kleiner Fahrt, auf Schleichfahrt sollte das Ergebnis nicht sonderlich beeinträchtigen. Wir machen knappen Knoten laut dem Geschwindigkeitsanzeiger. Ja, siehst du mal. Sekunde, lass mich kurz die Entfernung ausrechnen. Entfernung 4,6. Kann das sein, dass ich Motoren oder Schiffsschraubengeräusche höre, ohne am Horchgerät zu sitzen? 4,6 steht. Das sind wir, glaube ich. Schätze ich, hoffe ich. Nee, da ist ein zusätzliches Geräusch, glaube ich, dazugekommen. Ja, Richtung. Also. Ich höre ein Torpedo. So circa. Wie sage ich das? 20 Meter neben uns ist ein Schiff. Ja, okay, dann ist das, was ich höre. welche Seite? Vor uns. Direkt vor uns, 20 Meter. Ja. Oh, ich kann die. Aber leicht rechts, oder? Ich kann die. Und ja, die, ich, kann die,
Ich kann die Flagge der britischen Handelsmarine erkennen. Wir sind also mittendrin statt nur dabei bei dem Konvoi. Hoffentlich treffen uns unsere eigenen Torpedos mit anderen Booten nicht. Das ist ein bisschen zu. Er hat sich direkt erschrocken. Junge, ist der nah. Der rammt uns gleich. Eine Peilung zu kriegen. Ungefähr. Also. Nimm einfach unsere Position. Du Scheiße, das sehe ich ja sogar durch das Unterwasserperiskop gerade. Lass mich mal sehen. Ja, du musst gucken, das ist das der Klotz. Ach du heilige Scheiße! Nimm wirklich unsere Position. Ja. Also ich will auch mal. Ja, du musst ein bisschen gucken, wenn die Welle niedrig ist, siehst du den Block, der gerade an uns vorbeischaut. Er fährt schon weg. Ah, da, okay, ja. AOB links 90. AOB links, Backbord 90. Ja. Steht. Rohr 1. Rohr 1. Fehlt noch eine Angabe? Rohr 1 ist ausgewählt, jawohl. Fehlt noch eine Angabe? Ah, mach noch Engel-Tracking auf AP. Mal kurz dran. Engel-Tracking auf AP. Steht. War das alles? Ach du Zeit Scheiße, bis zum Einschlag. Ja. Zeit bis zum Einschlag, 18 Sekunden. Wir sind ja wirklich mittendrin statt nur dabei. Toll. Ja. Das geht jetzt nicht auf meinen, wisst. Wir könnten ja auftauchen und das Deckgeschütz benutzen. Ja, warum sollten wir auch an die anderen irgendwas durchfunken? Wie bitte? Warum sollten wir auch an die anderen? Nein, ich meinte die Torpedoangabe. Rohr 1 wird geladen. Jawohl. Schalte auf Rohr 2. Dann nochmal AOB links 110. Links 110 steht. Korrigiere 1100. 1100. Genau, ja. Da Geschwindigkeit gleichbleibend. Wollen wir mal Geschwindigkeit auf 3 Knoten? 3 Knoten steht. Oh. Auf feindliches Echolot. Range of 5. 5 steht. Und Geschwindigkeit auf 4. 4 Knoten, jawohl. Steht. Rohr 3. Rohr 3 steht. Laufzeit 23 Sekunden. Das letzte Mal, als ich so nah Schiffe durchs Periskop gesehen habe, war ich in Silent Hunter unterwegs. Naja, ich meine, beschweren will ich mich nicht, ne? Da können wir noch ein paar schießen. Ich meine, solange wir mitten im Konvoi sind, kann der Zerstörer... Kirk, guck jetzt mal durchs Periskop. Ach du Heiland. Obwohl ich schon wandelte im finsteren Tal, sah ich den feindlichen Scheinwerfer 5 cm vor mir. Ja. Mich macht das echt unruhig, dass ich den Feind grob orten kann, ohne am Horchgerät zu sitzen. Also wenn du Ping hörst, musst du mir Bescheid sagen, weil dann würde ich mir Sorgen machen. Wenn ich den Ping an der Tiefensteuerung höre, dann hörst genau. Du den da oben auch. Ja, meine ich. Ich höre schon wieder ein Schiff, gefühlte 5 Meter vor uns. Vor uns ist auch schon wieder eins. Direkt vor uns ist wieder eins. Wer jetzt eins besichtigen möchte, zu unserer leicht linken sehen sie ein Schiff. Und einmal tauchen wir wieder an. Tauchoffizier einmal auf 10,5 Meter gehen. Okay, wenn du das für eine schlaue Idee hältst. Ja, dann könnt ihr auch was sehen durchs Observationsperiskop. Ja, das halte ich für eine sehr schlaue Idee. Wir sind mitten im Geleit, ne? Ja, nee, 10,5 ist eine normale Höhe. Da brauchst du ein bisschen Mondstein, das Periskop, und die sehen uns alle dann. Wir sind mitten im Geleit. Ja, ist doch da gut. Da brauchst keinen Mond. Ach du Kacke. Da brauchst du keinen Mond. Kirk. 240 ist drauf eingestellt. Junge. Lass mich dran. Ach du heilige Verfluchte, das ist ja nicht mal im Zoom. Ach du ahnst es nicht. Die brauchen gar keinen Zerstörer, um uns zu versenken. Die müssen nur glücklich über uns rüberfahren. Das ist mein größter Spaß, wenn du in Panik hast. Wir sind übrigens hoch genug oben, dass du theoretisch funken könntest. Du könntest das mit anderen Booten mitteilen, dass sie bitte aufpassen sollen beim Schießen, dass sie nicht uns treffen.
Bitte Torpedotiefe nicht auf 9 Meter einstellen. Wenn, dann unter 9 Meter, bitte. Soll ich das ernsthaft durchfunken? Und dann hört man noch so leise US. Der so unter uns herfährt. Nein, nicht funken. Ja. Er ist mitten im Geleit. Hilfe, unser Kommandant ist wahnsinnig geworden. Ja. Schickt uns einen neuen. Ich meine, der Vorteil ist natürlich, so dicht wie wir dran sind, ist die Identifikation relativ leicht. Man könnte ja fast sogar schon, wenn es einen Schiffsnamen an Bord gibt, den ablesen. Ja, der steht dann so an der Seite dran. Oh, HMS Query oder Jungs, so eine Scheiße. Jungs, wo sind denn hier die nächsten Zerstörer? Sonst würde ich vielleicht eventuell auch mal auftauchen. Ja, lass ans Bordgeschütz gehen. Ja, genau. Ihr wollt hier jetzt nicht ernsthaft auftauchen. Warum denn nicht? Wir haben doch noch ein Boot, für den Zweifel. Warum denn? Ja, genau. Geschwindigkeit 3, hast du davor schon mal was angegeben? Negativ. Geschwindigkeit 3? Eingestellt. Tiefe 3? Tiefe 3, eingestellt. Jetzt hat er nicht ernsthaft die Musik angemacht, oder? Also die Entfernung wird schwierig, weil es sogar schwierig wird ohne Zoom. Da ist ein Kriegsschiff auf. Ja, ich hab's auf ganz leise gedreht. Und er hat die Musik angemacht. Entfernung, auf ganz, ganz leise. Oh, das ist aber nah. Das ist 100 Meter. auf 3. Eingestellt. Mach bitte die Musik aus. Beide Maschinen halbe Fahrt voraus. Beide Maschinen halbe Fahrt voraus. Und 20 Grad Backbord. Mit Rudereinschlagangabe. 20 Grad Backbord. Sollen wir weiter auf 11 bleiben oder soll ich wieder auf 13 Meter gehen? Oh nö, bleib mal auf 11. 10 Grad, ja, nee. 20 Grad Backbord, Ruder. Auf 20 Grad Backbord. Oh, ich hör's Ping! Beide Maschinen AK voraus. Neue Tiefe. Neue Tiefe. Ja, egal, warte, die haben uns gesehen. Ich mach einen tiefen Ping. 190 Meter. 190 Meter, ja. Wie geht denn das schneller? Beide so oder eins entgegengesetzt? Wieder da. Beide runter. Beide runter. Runter. Genau. Bei einer Geschwindigkeit von AK, also ab halber Fahrt würde ich die parallel einstellen, aber darüber würde ich sie so einstellen, okay, wie ich es jetzt gemacht habe. 100 was war? Heucher? Ja. Geh mal an dein Heuchgerät und sag mir, wenn du es plätschern hörst. Hör in die Richtung vom Zerstörer und sag mir, wenn du es platschen hörst. Aktuelle Tiefe 50 Meter. Verstanden. Jetzt was war befohlen? 120, ne? Jawohl. Meine Herren, jetzt wird's psychologisch oder so. Jetzt reißen sie uns den Arsch auf. Jetzt wird's psychologisch, genau. Jetzt ist solange das Ästig noch an ist, haben sie nichts geworfen. 70 Meter. Kommt aber deutlich näher. Nein. Tiefer, Rüdiger, tiefer. 80 Meter. Bitte, Rüdiger, bitte! Die dürften ziemlich genau über uns sein. Über uns. 90 Meter. Ich hab ihn gestern in mühseliger Kleinarbeit wieder zusammengekriegt. Jetzt hast du, glaube ich, geplatscht. Jetzt platscht. Ja, Ruder hat Backbord. Ruder hat Backbord. 100 Meter. Ruder hat Backbord liegt. Meine Herren, jetzt wird's psychologisch. Ich werde der Valkyren anmachen zu unserem Untergang. Nein. Schade. Wir haben gerade eine Sinke. Weiter runter, weiter. Immer weiter runter. Wurden wir gerade getroffen? Ja. Die Lichter gehen noch. Wir haben uns auch nicht direkt getroffen. Auf Kurs 060 gehen. Neuer Kurs 060. Ja, warte. Geh weiter runter, bis ich einen anderen Befehl kriege. Wir sind jetzt bei 140. Ist 060. Das ist 060. Kannst du wieder gerade machen. Mach's gerade. 060. Und weiter runter, bis 190. Sonst pingen die uns wieder an. 060 liegt, Ruder mit Schiffs. Runter bis 190. Alles klar. Wir sind jetzt bei 150. Halbe Fahrt voraus. Halbe Fahrt voraus, jawohl. Jetzt kannst du sie parallel einstellen. Jo.
Was knistert da so? Der Druck. Die Nieten. 170. Ich habe ihn gestern in müßiger Kleinarbeit wieder zusammengekriegt. Wie kommst du eigentlich auf Kirk? Kirk. Oh, es wird noch was getroffen, aber nicht von uns. So hieß so ein komischer Raumschiffkommandant in einer meiner Lieblingsserien. Navi? Star Wars. Könntest du einmal das Odometer zurücksetzen und mir gleich sagen, wenn wir 1 Kilometer auf dieser Tiefe gefahren sind? Also, ne, damit du es weißt, also dass du die Strecke mit einzeichnen kannst vom Odometer, wenn, da, ob du es jetzt einmal zurücksetzen kannst. 190 Meter. Navi? Jawohl, ist noch was getroffen. Ich wollte dich fragen, ob du die Strecke einzeichnen kannst und jetzt das Odometer deswegen, also halt einmal das Odometer resettet hast und die Strecke einzeichnen kannst. Passiert. Genau. Damit kannst du Meldung machen, wenn wir 1 Kilometer auf dieser Tiefe gefahren sind? Jawohl. Okay. Die einzige Chance, die wir jetzt noch haben, um aufzuholen, wir tauchen auf, benutzen das Bordgeschütz. Ich hebe den Befehl auf, Navi, für den, für die Meldung. Dann einmal bitte auf Seerohrtiefe gehen. Auf entspannte 10,5 Meter. Darf ich dann das hier Periskop von hier unten wieder benutzen? Was? Darf ich dann genau. Doch, um die Schiffe aus nächster Nähe zu beobachten. Wir sind übrigens bei 120 Metern. Wir sind bei 800 Meter übrigens. Jo. Was? Neue Tauchtiefe 800 Meter? Okay, krieg ich hin. Nein! Distanz! Gefahren! Es hieß, ich soll bei 1000 Meter melden! Du musst. Oh! Mission complete! Okay! Haben ganze Arbeit geleistet. Ja. Jetzt können wir eigentlich. Auftauchen! Nice! Doch, auftauchen und das Bordgeschütz benutzen. Ja, Boot auftauchen. Auftauchen, jawohl. Das habt ihr euch verdient. Kirk, weil du so ein guter LE bist, darfst du auch schießen. Ich will nicht schießen. Vergiss es. Hast du das gerade an mich weitergeleitet? Ja, Niklas ist da so wahnsinnig. Was hast du gesagt? Ja, Niklas ist bescheuert. Lass den schießen. Okay, dann darf Jan schießen. Jan Niklas. Ja, meine Eltern konnten sie nicht entscheiden. Ich muss jetzt schauen, wie genau, dass ich da daneben liege. Macht euch schon mal bereit, auf den Turm zu gehen, ne? Und... Ja, bei 9 Metern kann man die Luke aufmachen, oder, Kirk? Kann man, ja! Ohne Druckluftreserven ist das eine Scheißidee! Rüdiger, nicht so tief! Wie weit sind wir denn? Und wo ist denn der Feind überhaupt? Wir sind jetzt tief. Auf irgendwas zwischen 80 Meter. Und 100. Mich nimmt jetzt echt Wunder, wie weit ich daneben liege. Also, die Karte, die du da gezeichnet hast, ist schon echt... Ach du Scheiße, da sieht ja noch der Feind ist Backbord abwärts auf relativ 300. Soll das eine neuartige Skulptur darstellen? Das ist unser Kurs, das Kreuz ist nur der Feind. Okay. Tiefe, Kirk. So sind wir gefahren. 60 Meter. Ich sollte jetzt hier aber nicht malen, sondern den Kurs angeben. Steigt schnell. Nochmal was? Du solltest hier nicht malen, sondern den Kurs angeben. Was? 40 Meter. Geschütz besetzen. Nichts. Wir brauchen den Druckluftdingens gar nicht erst anschmeißen wieder, oder? Ja, doch, macht euch bereit. Und beide Diesel-AK voraus. Beide AK voraus. Oh, nicht schlecht. Wie weit bin ich daneben? Passt gar nicht. Beide Diesel-AK voraus. Man muss verdammt dich dran zoomen, um es zu sehen, wie weit du daneben bist. 32 Meter, das ist okay, finde ich. Das ist wirklich gut. Für so eine weite Distanz unter Wasser? Ja, das ist schon nicht schlecht. Wurden wir überhaupt angefunkt? Besonders bei so einem, wir können schon aufmachen. Angriff! Angriff! Das will ich sehen! Wo ist er denn, der Feind? Ach, da hinten! Links! Ich hab 5 Scheinwerfer gesehen, scheiße! Oh, unser AP ist übrigens noch ausgefahren. Nee, aufhören!
In welche Richtung sind die denn jetzt? Ich brauch mal... Ach, da. Da, wo es Licht oder ist. Ich will auch schauen. Oha. Ey, wir werden beschossen, oder? Wir werden noch beschossen, oder? Ja, da ist, da kommt, fliegt okay die Kugel über uns rüber. Die haben uns gesehen, aber sowas von haben die uns gesehen. Ohne Flare, oh nein! Alter. Warum drehen wir? Das ist eine gute Frage. Oh, da kommt was auf uns zu. Oh! Uiuiui, ui, ui. Da kommen sie geflogen. Ich will Buch, Galeons, ich will Galeons-Figur spielen. Sollen wir tauchen? Nicht tauchen? Was ist Phase? Nein, 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 schießen. Einfach schießen. Einfach auf schießen. Wie weit sind die denn weg? Ja, genau, schieß. Nicht fragen, schießen. Als genau gäbe es keinen Morgen mehr. Holt die eine MP40 hoch, die wir haben. Es gibt auch keinen Morgen mehr. Nee, das ist gut. Wer hat denn Flares geschossen und wie geht das? Das war der Feind vermutlich. Rein. Wir könnten ja noch ein paar Torpedos raushauen. Nee, können wir nicht. Wieso warum nicht? Haben wir keine mehr? Doch. Ja, dann kurz einfach aufs Grad wohl rein damit. Okay. Das hat schon mal funktioniert. Da läuft irgendwas auf uns zu mit dem Scheinwerfer. Ich würde auf ein Kriegsschiff tippen. Ja, das schießt auch. Ah, kann jemand Ritt der Valkyren anmachen? Nee, bitte nicht. Ich will, dass wir die Aufnahme haben. Da ist eine Granate an uns vorbeigeflogen. Ach du Scheiße. Fein voran. Ranggeschwindigkeit! Achtung, Sieg zu ziehen! Überall ist auf! Treffer, Volltreffer, Alarm! Einsteigen, tauchen nicht, ja, nein! Ja, tauchen, schnell tauchen! Tauchen, tauchen! Aua! Wir tauchen, aua, aber nie wieder auf! Melde gehorsamst! Meldige Gehorsams, Tauchzelle, Druck, Körper geflutet. Ja, melde Gehorsams mit Ehre abgesoffen. Melde Gehorsams, Innenraum geflutet. Ja. Mission erfolgreich. Fehlgeschlagen. Erfolgreich fehlgeschlagen. Richtig.